Konzentration, Maurice, wir müssen arbeiten. Weißt du, wo wir sind? Ja. Wo sind wir? Im Gästehaus in St. Pölten. Schön St. Pölten. Wir sind froh, dass du hier bist, weil wir konnten irgendwann gar nicht mehr folgen, wo du eigentlich steckst. Fuerte, Amerika, Freiburg, dann sah das so aus, als wärst du wieder im Las Palitas gewesen. Was war jetzt so deine Reiseroute der letzten Wochen? Ja, das stimmt. Ich war ein bisschen links und rechts, Corona-bedingt auch. Ja, also klar, Plaitas Trainingslager, erst Dubai, dann Plaitas Trainingslager, dann St. George, USA, dann zurück Freiburg, dann Rest war Täuschung, Social Media Täuschung, dass ich nochmal irgendwo anders war, war ich aber nicht, war in Freiburg. Verwirrungstaktik. Verwirrungstaktik. Und jetzt St. Pölten. Du hast angesprochen Dubai und St. George, also der Saisonstart liegt eigentlich schon hinter dir. Und es wirkte so, als hätte die Krawall-Bazooka noch so ein bisschen Ladehemmung jetzt zum Saisonstart. Ja. Wie ist Stand der Dinge bei dir? Definitiv. Sehr unzufrieden bisher eigentlich mit der Saison 2021. Einfach so von der Platzierung her, vom Result her. Weil es einfach, ja, ich will einfach weiter vorne sein, ganz einfach. Und das war jetzt bisher nicht der Fall. Ich weiß auch nicht genau, woran es jetzt genau liegt. Ich bin eigentlich fit. Jetzt muss man einfach mal weiter, einfach Rennen machen, denke ich mal. Und dann sehen wir mal weiter. Ja. Deswegen bin ich dann hier. Du bist ja auch eher so der selbstbewusste Typ und dann auch eher so Rennen von vorne und präsent sein und sowas. Jetzt, wenn dann zwei so Rennen hinter einem liegen, kratzt das dann auch an dem eigentlich starken Ego und du sagst so, boah, ich weiß tatsächlich gar nicht, wo ich stehe und mit was für einem Gefühl gehst du jetzt hier in so ein Rennen am Sonntag, wo halt echt ein Mörder-Starterfeld da ist, also so in der Spitze und in der Breite. Wo siehst du dich da und mit was für einer Gefühlslage stehst du dann am Start? Ja, also gute Frage. Das war jetzt Dubai zum Beispiel auch ganz bewusst einfach zurückgehalten. Hat auch dann im Nachhinein absolut Sinn gemacht, weil das war ja dann echt so irgendwie so ein Group Ride. St. George wollte ich eigentlich schon auch Radau machen, ja, aber es ging halt einfach nicht. Die erste Hälfte, sage ich mal, von der Radstrecke, da waren einfach meine Beine sonst wo, aber nicht irgendwie bei mir. Und ich wäre da super gern irgendwie gleich irgendwie halt weggefahren, im besten Fall oder sowas, mit Rudi van Berg oder sowas. Ich meine, die Möglichkeit war da. Kam da vorne raus und so, aber es ging nicht. So. Also es kratzt eigentlich jetzt nicht an meinem Ego, muss ich ehrlich sagen. Ich gebe einfach weiter Vollgas. Ich konzentriere mich dann auf das Rennen, auf den Renntag und alles, was in der Vergangenheit liegt, interessiert mich jetzt so nicht mehr eigentlich. Man kann eigentlich mit Blick auf Sonntag ja sagen, dass beim Schwimmen du schon einer der Athleten bist, die vorne aus dem Wasser kommen. Auf jeden Fall so einer der Stärksten. Ich weiß jetzt nicht, wer ja dann noch vor dir sein könnte, aber In der ersten Gruppe, sagen wir mal so, ja, ist ja immer so eine Sache, als Erster rauszukommen oder dann irgendwie hat man jetzt auch in Tulsa gesehen mit Daniel. Leider bringt es nichts, leider. Ja. Es ist einfach echt jammerschade, ja. Aber es bringt einfach nichts. Und das heißt also einfach im Prinzip schwimmen, Kräfte sparen, erste Gruppe rauskommen, ja. Und dann schnell einen Wechsel machen. Und dann hat man alle Karten auf seiner Seite, die man spielen kann. Ja. Ist dann Hau-drauf-Taktik eher angesagt oder was für Karten sind das, die du so auf der Hand hast? Wenn man irgendwie überlegt, dass halt viele starke Radfahrer dabei sind, die aber beim Schwimmen eher mit Rückstand dann zu kämpfen haben und dann irgendwie im Laufe des Rennens kommen, dann ist ein Thomas Steger dabei, der irgendwie abartig schnell rennen kann, den man auch irgendwie möglichst auf Distanz halten sollte. Also so. Ich denke, ich bin gerade jetzt heute Vormittag die Radstrecke abgefahren mit dem Auto. Es ist echt, die Radstrecke ist nicht ohne. Es ist von allem was dabei. Flache Drückerpassagen, steiler Berg hoch, weniger steil Berg hoch, dann Drückerpassagen bergab, aber auch verwinkelt bergab. Also ich denke, am Ende muss man wirklich seinen Rhythmus gehen. Zu meiner Taktik, die habe ich mir jetzt noch nicht so zurechtgelegt, kann ich jetzt noch nicht so sagen. Aber klar ist, ich werde jetzt nicht warten, bis irgendwie, wenn ich jetzt vorne mit aussteige, warten, bis die von hinten kommen und dann sagen, jo, komm, mach mal gemeinsame Sache. Nein, das nicht. Aber jetzt, ob ich gleich losdämmel mit 480.000 Watt, das weiß ich jetzt noch nicht. Wenn du sagen müsstest, was für ein Ergebnis am Sonntag rauskommen muss, das aus dem
Saisonstart, mit dem du nicht zufrieden bist, wie du es gerade gesagt hast, ein versöhnlicher Saisonstart werden sollte. Was müsste da am Ende in der Ergebnisliste stehen für dich? Ja, also Top 3 wäre schon geil. Und das wäre absolut mal, sag ich mal, so eine Trendwende einfach. Ja, und ja, das fände ich schon angemessen. Nein, damit wäre ich echt zufrieden einfach. Ja, Top 3, Podium ist immer gut. Und wie du hast es ja schon angesprochen, das Feld, wie alle Rennen im Prinzip, ist sowohl in der Spitze als auch in der Breite sehr, sehr stark. Und da ist, denke ich, ein Podium einfach eine gute Sache. Ja. Wir drücken die Daumen, dass das klappt mit dem Podium und wünschen dir, dass diese Performance-Dichte irgendwie dazu führt, dass du so zum alten Krawallmacher zurückfindest und dass es halt am Ende auf dem Podium landet. Ja, cool. Viel Erfolg. Ja, vielen, vielen Dank und danke fürs Interview.